Moin Leute und herzlich willkommen zu Relic Zock. Ich bin der Relic Emmet und wir spielen Life is Strange Before the Storm, die Bonus-Episode Farewell. Wie immer, bevor es losgeht, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keins meiner Videos verpasst. So, wir stehen jetzt vor der Entscheidung, ob wir Chloe sagen wollen, dass wir wegziehen oder ob wir es halt noch nicht sagen wollen. Es ist schwierig. Wir wollen ihr eigentlich nicht den Tag versauen, aber ist vielleicht die letzte Gelegenheit, wo wir alleine mit ihr sprechen können. Und ach, ich glaube, wir sagen es ihr. Family's moving to Seattle. Really soon. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Look so worried, Max. So, come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. War wohl doch so keine so große Überraschung. Ja, wir hätten es ihr mal eher sagen sollen, ne? Telling you this morning, but then I just felt guilty instead. Well, I'm glad you didn't. But then it would have been hanging over us all day. That's why I didn't bring it up either. Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. Ja, wir besuchen einander. Wir wissen ja, dass das nicht so sonderlich gut klappen wird. Wir machen uns Sorgen. I'm so worried that I won't be okay without you. Hey, stop that. Of course you'll be okay. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Find something fun to do. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. I don't know.
story must grow old. Still I'll be a traveler, a gypsy's reins to face. But the road is weary with that fool found in your place. No man is an island, or this I know. But can't you see, or maybe you were the ocean when I was just a stone? So here we are. Changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always. Always love you. Goodbye. Ja, das war krass. Also ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie so in die Richtung geht. Tja. Das war es tatsächlich auch schon. Ja, kurze Episode, aber hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Ich finde einfach, dass Life is Strange richtig gut diese Momente inszenieren kann, wie wir es jetzt eben zum Schluss hatten. Das ist ja auch bei den anderen beiden, also bei den beiden Hauptspielen, kommen ja immer wieder so Momente, die ja entweder sehr emotional sind oder überraschend oder so. Und ich finde, das macht das Spiel wirklich richtig, richtig gut. Und ja, war hier auch, war tolles Ende. Also was heißt tolles Ende? Natürlich inhaltlich jetzt nicht unbedingt für die beteiligten Personen. Aber ja, kann man so machen. Ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, die Folge. Ich hätte auch gedacht, dass das vielleicht noch ein paar Minuten länger geht. Aber gut, was soll's.
dann würde ich sagen, danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr sonst mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ende gefallen hat oder wie euch die Episode im Allgemeinen gefallen hat. Es war ja quasi nur so eine Bonus-Episode. Ich weiß gar nicht, ob man die auch irgendwie separat kriegt. Auf jeden Fall, wenn man die Deluxe-Edition irgendwie von Life is Strange Before the Storm, ne, sich gekauft hat, hat man die dazu gekriegt. Ja, wie gesagt, lasst es mich wissen. Und ansonsten vielen Dank und schaut euch sonst auch gerne mal eins meiner anderen Let's Plays an. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Relic Emmett.